So, wir sind jetzt soweit. Nils hat gespeichert und das bedeutet, wir können weiterspielen. Genau, schön, dass ihr noch da seid. Teil 12 kommt jetzt, ne? Und wir haben hier gerade noch alles gelootet und jetzt fahren wir mit dem Auto los. You will be okay with this? Yeah, not a problem. You're doing a good job. I figured you should know that. I won't let you down with this. Okay, zum ersten Mal wird er ein bisschen emotional mit ihr so. Also muss ich ihm erstmal helfen, hier aufzumachen oder was? Nein. Er ist beleidigt. Schieben sollst du das? Ja, soll ich jetzt ihn gegen die Garagentür schieben oder was? Ich schätze mal, er würde dann das machen. Put her in first. Already did it. Just keep your foot on the clutch. And when we get to I know how to pop a clutch. How the hell does you know what? I don't care. Just don't fuck it up. All right, Ellie, get ready. Now hit it. Hit it. Perfect. Hey, good job, kid. What? Kriegt er auch alleine ganz gut hin, da braucht er mich da sein. Kannst du nicht mal entscheiden, welche Seite? So. Oh, da ist schon wieder was. Sehe ich doch von hier. Hallo? 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 Mann, ey. So, jetzt war's das mal jetzt oder was? Ich will mich dann umgucken. Bleib am Auto. Okay. Hear that sound, Bill? Yeah. Well, that means the infected hear it too. Alter, hau sie doch. Du sollst sie doch hauen, aber ich hab nichts mehr zum Hauen. Ne? Ich muss auch mal mich mal heilen. Weg! Ach, Mann. Hä? Schwarzes Bild. Hier, komm, hier, weg mit. Oh, Klicker! Oh. So eine Scheiße, Alter. Ich will jetzt ins Auto einsteigen! Nee, nicht schieben jetzt! Oh, leck mich doch! Ich wollte doch nur. Oh,
Das Auto war doch an, wieso lässt die mich denn nicht in die Beifahrertür? Ich will nicht hinten rauf. Und dann das. Du denn schon wieder, ey? Du musst doch jetzt. Oh, noch ein und ich bin wieder weg, ey. Ich glaube, ich hätte einfach da reinspringen müssen, dann wäre die Sequenz gestartet. Völlig unnötige Verschwendung von Munition und Leben. Alright, this'll do. Start. Just keep it running, alright? That girl nearly got us killed. You gotta admit, she did hold her own back there. You ain't gonna make it. Oh. Here. What's this? You'd be amazed at how many cars still got gas in them. Appreciate it. Look, Bill, about your buddy back there, that's a tough deal. And I'm, We square? We're square. And get the fuck out of my town. What happened to sleeping? Okay, I know it doesn't look like it, but this here is not a bad read. Only one problem. Right there. To be continued. I hate cliffhangers. Where did you get that? Back at Bill's. I mean, all this stuff was just lying there. What else did you get? Well, here. This make you all nostalgic? You know, that is actually before my time. That is winter, though. Oh, man. Well, better than nothing. Oh, I'm sure your friend will be missing this tonight. Mm-hmm. It's light on the reading, but it's got some interesting photos. Now, Ellie, that ain't for kids. Whoa! How the hell would he even walk around with that thing? Get rid of that. Well, hold your horses. I want to see what all the fuss is about. Oh, why are these all stuck together? I'm just fucking with you. Bye-bye, dude. You know what? This isn't that bad. Why don't you try to get some sleep? I'm not even tired. Oh, no. Well, perfect. Now what? Screw it.
Are we gonna help him? Put your seatbelt on, Ellie. Well, what about the guy? He ain't even hurt. Then get out, quick. Come here, shit. Go on me, you chicken shit. Go. Catch your breath. We're leaving. Okay. Watch out! Stay down! He's over there! Honor to love and obey. Each vow was a plaything that she could wait. Got nowhere to go! He's got a fucking gun! Nein, ich bleib da stehen. Was jetzt? I'm gonna make you real sorry. Hey, fuck me! Mann! Look out! Hey, jetzt hab ich die Schnauze voll. Die Schnauze voll! Zwei Schuss, Mist. Heilen. Ich habe keine Zeit, mich zu heilen. Oder schaffe ich es vielleicht? Jetzt habe ich es aus den hergestellt. Das wollte ich nicht. Oh. Oh Gott. Schaffe ich es? Ja. Gar nicht so einfach. Ja, was war das denn? Ich denke, der war tot. Komm doch mal wieder wie so ein Stehaufmännchen, ey. Oh Gott! Das war ja echt ein Desaster gerade, ey. Shit. Oh, das war eine Menge. Wie, das war eine Menge. Killed all of them. Shit. Spread out. Watch your backs. Damn. Hätte wahrscheinlich auch weglaufen können, aber das mache ich jetzt nicht. Ich laufe nicht mehr. Ich habe nur noch zwei Schuss, das ist doof.
So, jetzt räume ich hier auf. Here we go. Na, geil. Und du gehörst mir. Sehr gut. Jetzt habe ich endlich wieder eine vernünftige Nahkampfwaffe. Halt mal die Klappe, ey. Jesus. Da liegst du auch gleich. Ja, das ist jetzt halt so. I think that's the last of them. You okay? Yeah, I guess so. Good. Get the hell out of here. Ja, das war auch schon mal souverän, aber egal. Roger that. Und wie gefällt's dir so, Dennis? Bist ja so richtig mit Feuer dabei jetzt, ne? Ja, bis jetzt haben wir noch nicht so viel gesehen. Wie voll? Kann doch nicht voll sein. Wo bin ich denn voll? Mit was bin ich denn voll? Was soll denn das sein? Was ist denn das für ein Gerät? Da unten. Ach, da kriege ich Instant Health oder was ist das? Naja. Da gibt es noch leckere Steine. Komm. Noch mehr Steine. Gotta be a better way out than this. Puh. So. Okay, den Angriff haben wir abgewehrt. Das waren ja eine ganze Menge auf jeden Fall. Was haben wir denn hier alles Schönes? Ist das deren Base? Wenn das deren Base ist, dann muss er ja auch noch mehr Loot geben. Ja, sehr gut. Jo, ich komme gleich. Ich suche mal ein bisschen noch. Warte mal eine Sekunde. Ellie. Ja, ich komme gleich. Lass mich erstmal hier alles einsammeln. Das ist der Stein. Den Schuss haben wir, der Schrot. Haben wir da irgendwie Munition? Nö. Dann eben so. Get it propped open with some. There's some pretty gnarly stuff in here. Ellie! Wait. Okay, go! All right, I got it, I got it, I got it.
Wow. Okay, das sind wahrscheinlich die ganzen Opfer von den... von dieser Gang. Was haben die mit denen gemacht, ey? Sadisten sind das offensichtlich gewesen. Naja, gut, dass sie nicht mehr länger sind. Hier, Werkzeugstufe 2. Jetzt haben wir wieder was gelernt. Geld? Ne, das ist eine Bombe. Sehr geil. Rauchbombe. Gut zu wissen. So. Mit ihr rede ich gleich. Erstmal gucke ich mir das hier nochmal an. Fucking hunters. See, this could have been us. Krass, krass, krass. Man, that is a lot of people that didn't make it. I knew I should have turned the damn truck around. We lived. Barely. Come on, let's get out of here. So, ich würde jetzt ganz gerne nochmal eben checken. Wir haben jetzt ja eine Menge eingesammelt. Und 70, okay, da fehlen uns noch 5 bis zum Messermeister. Aber wir haben ja auch, warte mal, wo waren das nochmal? Brauchen wir da die Werkbank für? War das das? Ja, ne? Dennis? Wofür? Um jetzt diese Einzelteile, da konnte man ja auch die Pistolen und so verbessern. Das geht nur in der Bank, ne? Mhm. Ist hier eine Bank? Na, schade. What did you know? Know what? About the ambush. I've been on both sides. So, you kill a lot of innocent people? We'll take that as a yes. Take it however you want. I guess this is where the assholes sleep. I mean, slept. Huch, nee, jetzt hab ich hier die Rauchbombe. Das ist doch Quatsch. Okay, jetzt haben wir genug, um uns dieses Klickerding freizuschalten. Messermeister. Machen wir das mal. Ja. Wobei jetzt sind wir natürlich wahrscheinlich... Ich hoffe, dass wir jetzt hier auch noch welche... Ich hoffe natürlich nicht, dass wir noch welche treffen, aber ich hoffe, dass wir, dass sich das noch lohnt für uns und jetzt nicht hier erstmal ein Abschnitt kommt mit 1000 Menschen. Die Werkbank. Alright. So, jetzt können wir nämlich hier unsere 122 Zahnräder verbauen. Okay. Nachladetempo, das war das. Schussfolge, okay, dann haben wir hier das Jagdgewehr. Okay, da brauchen wir nämlich, da siehst du die Zange, das ist quasi die Werkzeugstufe. Da sind wir jetzt auf 2, dafür müssen wir dann mindestens 3 sein, das können wir also noch nicht machen. Schrotflinte können wir, das ist natürlich Magazinkapazität und so auch alles interessant, aber wir wollten ja eigentlich dieses Halfter da machen, ne? Dass man eine zweite Pistole hat, oder? Oder beziehungsweise eine Langwaffe. Mhm. Für eine zweite Langwaffe. Ja, wir haben jetzt ja mittlerweile sogar 2 Langwaffen. Was meinst du? Pistole oder Langwaffe? Also ich habe noch keine Ahnung, was das... Also wir haben ja, wir tragen ja schon 2 Pistolen. Und jetzt noch eine dritte, oder was? Nee. Wahrscheinlich. Also ich kann mir eher vorstellen, dass man die dann nicht so langatmig wechseln muss. Weißt du? Ja, keine Ahnung. Also die Langwaffen haben wir ja bis jetzt noch nicht so benutzt. Oder sind damit auch Shotguns gemeint? Ja, klar. Ja, für mich schon.
Für mich ist das hier eine Langwaffe. Die beiden. Ja, wichtige Entscheidung. Also ich finde die Shotguns schon echt gut. Ja, aber die Pistolen, da findet man so viel Munition für, im Gegensatz zu den Langwaffen. Das stimmt. Ja, komm, dann ist doch egal. Machen wir jetzt zweites Halfter so für die Pistole. Ja? Ja. Gucken, was passiert. Yay. Okay, das haben wir gemacht. Jetzt haben wir noch 47, aber die sind alle so teuer. Komm, wir können zum Beispiel. Ich finde, dass wir hier von dem Revolver, weil der so eine gute Durchschlagskraft hat, da noch die beiden hier machen. Nachladetempo und Schussfolge. Ja, aber das ist nur eins von drei. Das bringt nicht viel. Und das. Also ich denke halt, wenn du mit dem Revolver schießt und das Magazin leer ist, ist leer. Dann fängst du jetzt nicht an, irgendwo nachzuladen, während noch große Zombie-Action ist, sondern bist du im Hand-to-Hand-Kampf, verklopfst die, machst die irgendwie anders. Klar, nachladen machst du eh immer, wenn okay. du gerade Ruhe hast. Deswegen das. Magazinkapazität der Schrotflinte? Vielleicht Reichweite? Was ist Nachlade-T? Tempo. Tempo, okay. Ja, Magazinkapazität ist ja günstig, ne? Ja, also ich würde sagen, Magazinkapazität ist schon mal ganz geil. Dann kann man einfach häufiger schießen und ja. So machen wir das, oder? Ja. So, bin ich mir auch. Achso, ich hätte jetzt bis zum Ende gedrückt halten müssen. So. Okay. Achso, dafür machen wir zack. Und dann, aber wenn wir schon dabei sind, die Schrotflinte zu optimieren, sollten wir dabei auch bleiben. Deswegen bin ich dafür, dass wir entweder Schussfolge oder Nachladetempo machen. Hm? Ich finde. Ja. Was? Ja. Ach komm, jetzt denke ich so danach. Was kann man denn beim Bogen noch machen? Aber gar nichts. Doch, Reichweite Zielgeschwindigkeit. Ja. Ach komm. Also ich hätte die 30 jetzt gespart, weil irgendwie echt? Sind wir uns ja nicht so sicher. Weißt du, wenn man sich nicht sicher ist. Okay, dann sparen wir sie. Ich wäre dafür, dass wir, wer weiß, wenn wir wieder so eine Box hier kriegen. Ich wäre halt dafür, dass, wenn man die Schrot schon optimiert, warum soll man sie dann nicht direkt so optimieren, dass sie richtig geil ist? Ja, aber ja, wie gesagt, was leuchtet denn da, die Karte? So, guck mal, jetzt haben wir hier, also es geht jetzt wahrscheinlich schneller. Ach so. Einfach mit dem Nachladen. Ah, kann einem schon den Arsch retten wahrscheinlich. Okay. Ja, das ist gar nicht schlecht. Ja, aber egal, das will ich jetzt gar nicht mehr lang mit dir ausdiskutieren. Dann lassen wir das eben, sparen wir das. Nehmen hier die Karte noch mit. Gucken uns die nochmal an. Ambush, okay, da sind wir. Bus Ram Distractions. Aha, das heißt, da sind wir lang gefahren. Ah. Gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt großartig uns in die nächste Schlacht stürzen, machen wir hier an dieser Stelle Pause. Na? Das war dann Teil 12 und in Teil 13 darfst du wieder ran. Oh ja. Freust du dich? Ja, ich finde es ganz spannend, dass jetzt auch menschliche Gegner kommen. So. Ja. Aber was anderes, weil bis jetzt hatten wir nur Klicker und langsame Läufer, was Bestimmt. Ich für irgendwie 6 Stunden so ein bisschen was erwartet habe, mal was Neues und das kommt jetzt. Freue mich drauf. Genau. Und ihr hoffentlich auch. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.